Wieso haben wir denn überhaupt diese Situation, dass die ganze Welt Öl und die meisten anderen Rohstoffe ausschließlich gegen Dollar handelt? Das kommt aus den 70er Jahren. Damals gab es die große Ölkrise und schwere Auseinandersetzungen hinter den Kulissen, da möchte ich auf das Detail gar nicht ausgehen, auch zwischen den USA, gerade zwischen den USA und Saudi-Arabien. Und die Saudis, ich mache das jetzt so ein bisschen erzählerisch, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann. Die Saudis, das Königshaus, saß plötzlich auf dem, was die Welt brauchte, nämlich auf einem unglaublichen See an Erdöl. War der große Lieferant von Erdöl für die gesamte Welt. Das Problem war, Saudi-Arabien, das Königshaus, relativ klein, relativ wehrlos im Vergleich zu den anderen Haien auf der Weltkugel, sodass die Amerikaner als die große militärische Macht der Welt sagten, man möchte es fast sagen, ein Angebot, ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, im Mafia-Stil und sagte zu den Saudis, passt mal auf, Freunde des Abendlandes. Wir werden uns mal zusammensetzen. Wir machen euch ein Angebot. Ihr seid doch kaum in der Lage, eure Sicherheit zu gewährleisten, sei es gegen äußere Feinde oder gegen Feinde aus dem Inneren. Wir, die USA, können euch diese Sicherheit bieten, die ihr nie hättet. Wenn wir euch die nicht bieten, dann müsst ihr jederzeit damit rechnen, dass irgendein anderer kommt, euch den Hals abschneidet und euch die Ölquellen wegnimmt. Passt mal auf. Wir schützen euch mit unserem Militär. Wir geben euch die Garantie, euch tut keiner was. Ihr werdet märchenhaft reich. Aber einzige Bedingung, die wir haben, wann immer jemand bei euch Öl kaufen will, verkauft ihr ihm das, aber ausschließlich in der Währung US-Dollar. Ihr werdet keine andere Währung als den US-Dollar akzeptieren. Und die Saudis haben gesagt, okay, warum nicht? Das machen wir. Haben ihre eigene Währung an den US-Dollar gekoppelt und haben fortan jedem, der Öl kaufen wollte, und die Welt brauchte Öl, jeder brauchte Öl, nur noch gegen US-Dollar verkauft. Was hatte das zur Folge? Wer immer auf der Welt Öl brauchte, brauchte Dollar. Hat also das, was er erarbeitet hat, was er verdient hat, was er an Außenwirtschaft hatte, was er an Geld in der Kasse hatte, musste er nach Amerika abliefern, sich dort Dollar holen, ich vereinfache das, Dollar holen, die die Amerikaner mit der Druckerpresse erzeugen konnten, um sich bei den Saudis Öl zu kaufen. Übrigens, auch alle anderen wurden dazu gebracht durch freundliche Angebote, die sie nicht ausschlagen konnten, ebenfalls ihr Öl ausschließlich gegen US-Dollar zu verkaufen. Die Macht der USA und die individuellen Sicherheitsinteressen waren da schlichtweg überwältigend, sodass keiner das umgehen konnte. Was passierte also? Die Saudis wurden märchenhaft reich, haben sich von den Dollars, die sie bekommen haben, die ihnen alle Welt zugeschoben hat, um Öl zu bekommen, haben die sich ihre Yachten und ihre Paläste gekauft. Und das, was drüber war, was sie nicht ausgeben konnten, das haben sie nach Amerika gegeben, haben sie den Amerikanern geliehen in Form von Staatsanleihen, die sie gekauft haben. Amerikanische Staatsanleihen. Das bedeutet, die ganze Welt hat sich am US-Dollar geholt in Amerika, hat die den Saudis oder anderen Öllieferanten übergeben und die haben es dann wieder an die Amerikaner verliehen. Und die konnten mit diesem Geld, weil so eine weltweite Nachfrage nach immer mehr Dollar war und immer mehr Geld ihnen, das dann in diese Welt hinausging, wieder als geliehenes Geld in Form von Staatsanleihen, die sie ausgeben konnten, zu ihnen zurückkam, konnten sich verschulden, verschulden, verschulden in ihrer eigenen Währung, konnten ihr Militär noch höher rüsten, konnten unglaublich viele Ausgaben machen, hohe Schulden aufnehmen, weil die Welt einfach die Dollars brauchte und immer größere Nachfrage nach Dollar entstand, die am Ende wieder als Leihgabe an sie zurückkam. Das nennt man das Petrodollarsystem und das ist ein elementarer, wenn nicht der elementare Baustein der amerikanischen Wirtschaft seit 1972. Das ist der Grund, warum Amerika überhaupt sich so verschulden konnte, warum Amerika überhaupt in der Lage war, ein so hohes Militär aufzubauen und so weiter und so weiter. In der Vergangenheit war es schon des Öfteren der Fall, dass jeder, der an diesem Petrodollarsystem gerüttelt hat, nicht lange gelebt hat. Man sagt nicht, es war so, Saddam Hussein wollte
hat angefangen, Öl nicht nur gegen Dollar, sondern auch gegen Euro und anderes zu verkaufen. Er hat es nicht, kurze Zeit später war er nicht mehr da. Von Gaddafi sagt man Ähnliches und viele andere Geschichten aus der Welt lassen sich hier in dieses Thema einflechten.